So, bevor wir jetzt die Ruine weiter erforschen, würde ich doch ganz gerne unsere Trefferpunkte ein wenig erhöhen, also unsere Lebensenergie. Wir haben noch Wirselkräuter, haben wir auch noch. Oh, den Beutel, stimmt, da stand in den Kommentaren was. Den muss ich mir gleich auch noch angucken. Aber jetzt erstmal Einbeeren. Eine für dich. Wer war noch stark angeschlagen? Oh, Gwendolyn. Gwendolyn braucht ganz viele. Oder auch nur zwei. Da habe ich mal Glück gehabt. So, du brauchst auch noch vier. Talana wäre also auch wieder auf dem Damm. Mürren. Fast. Das sieht aber gut aus. Tirik braucht ein Wirselkraut. So. Und Gerubon eigentlich auch. So, was haben wir hier noch? Gegengift. Starker Heiltrank. Heiltrank. Und Heiltrank. Und das sind auch alles. Oh, ein starker. Noch ein Gegengift. Noch ein Heiltrank. Ja, die sind alle super ausgerüstet. Und hier ein normaler Heiltrank. Um, 13 Wirselkräuter haben wir noch. Sehr schön. Ah, dafür gehen die Pfeile aber langsam aus. Ah, ich versuche hier immer zwischendurch drauf zu achten. Aber dann kommt mal längerer Kampf und schwupps, haben wir fast keine mehr. Aber na gut, das sieht doch schon gleich wesentlich besser aus. Schicken wir mal die Zwergennase vor. Der kann auch gleich weiter die Karte hier zeichnen. Wir gehen einfach mal an der Wand lang. Das ist ja ein riesiger Raum. Ist irgendwo ein Dreher? Nein. Okay. Eine sehr imposante Empfangshalle. Also, finde ich zumindest. Aber sowas wird ja auch ganz gerne als Taktik benutzt, um die Besucher einzuschüchtern. Keine Treppe, keine Tür. Ich gehe jetzt mal die ganzen schwarzen Felder ab. Da müsste ja sonst irgendwas eingezeichnet sein, außer. Oh, ich gehe schon wieder viel zu schnell. Ich will nicht irgendwas übersehen. Denn es kann ja gut sein, dass irgendwo in der Mitte so ein Event ist, wo ein Fenster aufspringt und dann steht, hier ist ein Seil im Boden oder in der Decke oder was weiß ich. Das will ich nicht verpassen. So. Aber das hier mittendrin zu finden, wäre komisch. Na gut, gehen wir mal kurz nach unten, decken den restlichen Bereich ganz langsam auf. Das ist schwierig. Ich bin gerade so neugierig, was hier ist, und da muss man so langsam gehen, weil man aus Versehen was überspringen könnte. So, da geht's wieder hoch, obwohl die Treppe nach unten zeigt. Richtig? Richtig, das ist der Eingang. Das da oben bietet sich sehr an für. Ja, langsam gehen. Bietet sich sehr an für Geheimgänge. Also da wird es auf jeden Fall weitergehen. Hier und da ist nicht wirklich viel Platz. So, Zwergennase, stups. 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 Ah, eine Ecke kann er, glaube ich, eh nicht durch. Wird langsam eng. So, das ist jetzt die Nordwand, ne? Ja. Okay. Ah, genau, der Beutel. Da. Den hatte ich mir, glaube ich, schon mal angeguckt. Dies ist ein Beutel. Aber in den Kommentaren stand, der leuchtet doch so magisch und benutzt ihn doch mal hier. Und das wird wohl irgendwas mit dem Dungeon zu tun haben. Ich weiß aber gar nicht, ob wir ihn hier gefunden hatten oder in Daspota. Aber wenn wir ihn in Daspota gefunden hätten, wäre es komisch, wenn wir ihn benutzen müssten, oder? Obwohl, der Daspota-Schatz soll hier gefunden werden. Ah, vielleicht macht das doch Sinn. Wir könnten, also essen tun wir ihn auf keinen Fall. Wir könnten ihn damit rechts links benutzen. Oder wir könnten es erstmal Talana geben. Es scheint ja so oder so magisch zu sein, also machen wir gleich Analyse statt den Olum Arcanum. Und der misslingt. Na gut, nochmal. Hellsicht, Analyse. Und zwar nicht auf die Hose, nicht auf die Hacke. Beutel. Talana versinkt in Meditation. Diesen Zauber verstehe ich nicht. Oh.
Okay, also entweder soll man das gar nicht verstehen, was auf dem Beutel drauf ist, oder sie hat den Zauberspruch selbst nicht, also auf minus 4 mindestens, um den sprechen zu können, und weiß deswegen nicht, was der Beutel macht. Na gut, hilft nix. Wenn in den Kommentaren gesagt wird, benutzt den nochmal, dann benutze ich ihn doch einfach mal. Der Staub aus dem Beutel wird davongeweht, obwohl ihr keinen Lufthauch spürt. Ihr könnt ihm nicht folgen, seht aber, wie ihr im Davonschweben einen etwa mannshohen, rechteckigen Rahmen bildet. Dann verliert ihr ihn aus den Augen. Und er ist weg. Ah, das ist aufgegangen. Sehr schön. Ja, da wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen. Ich glaube, mein nächster Schritt wäre gewesen, zu versuchen, mich da durchzuteleportieren, was aber recht viel Astralenergie gekostet hätte. Und sie sieht jetzt schon nicht sehr gut aus, ist auf der Hälfte fast. Jetzt darf hier nichts Bösartiges sein. Aber für Notfall hat sie immer noch den starken Zaubertrank in der Hand, das passt schon. Also, neue Ecke. Hier ist bestimmt irgendwo gleich eine Treppe nach unten. Oder noch ein rechteckiger Raum, wo nichts ist. Okay. Wände stupsen. Auch wenn da, glaube ich, nichts sein könnte. Und jetzt ist hier in der Mitte noch. Ah, fast schon wieder weggeklickt. Vor euch befindet sich eine verriegelte Falltür am Boden. Wollt ihr das Schloss knacken, ein Foramen sprechen oder die Tür sein lassen? Erstmal sein lassen. Und Gwendolyn vor. Das Schloss knacken. Leider misslungen. Okay. Das passiert hier also, wenn man ein Schloss nicht knacken kann. Kannst du... Ah, das ist zu weit, um noch schießen zu können. Aber du kannst dich schon mal da so hinstellen. Abwarten. Du kannst einfach mal weggehen. Ich hoffe mal, dass die Skelette nicht zu hochstufig sind. Weil ich wollte nicht jetzt schon Astralenergie verbrauchen. Nur für den Fall, dass gleich wieder so ein Hashtot oder dergleichen ankommt. Du stellst dich mal dahin. Abwarten. Du gehst dahin. Links das Skelett ab. Sehr schön. Und du kannst leider nicht schießen, weil alle falsch stehen. Also gehst du mal dahin und wartest ab. So, das passt doch. Kannst du dem in die Seite schießen. Gwendolyn und Terrikan auch gleich. Wow. Das war mal ein sehr guter Treffer. Aber die scheinen wirklich nicht viel auszuhalten. So leicht, wie wir die treffen können. So, du wartest ab. Du machst zwei Schritte zurück. Guckst, ob du es Jalen gleich tun kannst. Und ja, sehr schön. Ja, die werden nicht hochstufig gewesen sein. Aber vielleicht kommen ja noch ein paar dazu als Verstärkung. Deswegen sollten wir nicht zu viel Zeit verschwenden. Du lauf da mal genau in den Weg. Obwohl, sie hätte eh nicht schießen können, fehlt ein Bewegungspunkt. So, du gehst da auch mal weg, falls von der Tür jemand kommt. So. Komm schon, Terrik, beende den Kampf. Gwendolyn, komm. Schöner Treffer aber. Für den Nahkämpfer. Und Georgon bringt es zu Ende. 6 Abenteuerpunkte. Na gut. Jetzt versuchen wir nochmal das Schloss zu knacken. Mal gucken, ob dann gleich wieder Skelette kommen. War das nicht hier? Ah, doch da. Schloss knacken. Und wir sind unten? Nee. Achso, die Falltür ist aufgegangen, deswegen sieht man jetzt hier die Treppe auf der Karte. Na gut, dann mal runter. In den nächsten Raum, der anscheinend auch... genau. Wo es auch nicht weitergeht. Na gut, gehen wir einmal rum. Ein hohles und sehr, sehr hämisches Gelächter erklingt, das euch das Blut in den Adern gefrieren lässt. Okay. Was sagt die Karte? Die Karte sagt wahrscheinlich im Süden oder im Westen. Ah, oh, schon wieder. Ah, deswegen hat er gelacht. Weil wir an der Geheimbahn vorbeigegangen sind. Aber bevor wir da durchgehen... Ja, er lacht wieder. Gucken wir mal, ob hier unten auch noch irgendwas ist.
Na gut, dann lach halt nochmal. So, oben oder unten? Ich gehe, glaube ich, erstmal oben, aber nicht allzu weit. Damit wir unseren Rücken frei halten können. Oh. Vor euch manifestiert sich die Gestalt einer jungen Elfe. Sie mustert euch mit einem traurigen Gesichtsausdruck, aber dann lächelt sie und ihr werdet von neuer Zuversicht beseelt. Verliert nicht den Mut, meine Freunde. Euer Ziel ist zu erreichen, wenn ihr nur hartnäckig seid. Dann verschwindet die Gestalt und auf dem Boden liegt eine kleine Fiole. Wollt ihr die Fiole mitnehmen? Die Erscheinung schien ja recht nett zu sein, also ja. Außerdem sind wir tierisch neugierig und nehmen alles mit. Ein Mut-Elixier. Oh, das ist doch schick. Und wir haben so schon Mut bekommen. Jeder hat 3 Punkte Mut bekommen. Das wird unseren Nahkämpfern sehr, sehr gut tun. Und wir könnten jetzt gleich hinterher auch noch den Mut trinken. Aber bei solchen Sachen werde ich immer sehr hellhörig bei Spielen. Also sobald das Spiel einem irgendwas Gutes tut, also ganz viel Ausrüstung oder ganz viel Munition oder sonst was, dann kommt meistens ein Endboss. Da sind wir jetzt ganz, ganz vorsichtig. Und ich wollte eigentlich nicht zu weit gehen. Also wieder zurück. Schön in einer Schritten, damit ich keinen Text überspringe. So, da ist das Gelächter. Da ist eine Sackgasse. Die ja wirklich eine Sackgasse ist. Ich denke mal, hier ist das Kartenende. Noch eine. Und eine Abzweigung. Gehen wir erstmal nach Westen. Ich denke, wir werden dann auf den Gang da stoßen. Ah, noch eine Abzweigung. Noch mehr, viel mehr Abzweigungen. Oh, weia. Das wird eine Weile dauern. So, und jetzt sind wir hier oben. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt Schritt für Schritt die Abzweigung durch. Eine Sackgasse. Dann werden wir aber noch nicht da sein, wo das Gelächter herkommt. Also ich denke mal, es ist ein Magier oder ein Dämon. Und der wird nicht in so einem Labyrinth irgendwo hausen, sondern eine richtige Kammer haben, eine große. Sieht die Wand da anders aus? Nö. Auf den ersten Blick kam mir der Rahmen so komisch vor. Aber nee, ich habe wohl zu viel auf die Wände gestarrt. So, nächster Gang. Schön vorsichtig. Boah, sind das viele Seitengänge. Aber es ist halt richtig ein Labyrinth. Also für uns nicht wirklich schwer, da wir die Karte zeichnen können. Aber hat halt tierisch viele Abzweigungen, tierisch viele Sackgassen. Aber bisher keine Zufallsereignisse, abgesehen von dieser Erscheinung. Was mich daran erinnert, wir sollten vielleicht ein wenig schneller hier durchgehen, denn ich weiß nicht, wie lange der Mutzauber hält. Und die Zeit verstreicht sehr, sehr schnell. Ich meine, ihr seht ja hier den Mond richtig lang wandern zwischen unseren Zügen. So, bleibt nur noch da. Ja, jetzt sind wir einmal rum. Das hier bietet sich an. Gucken wir erstmal da in die Sackgasse. Die ist schön langläufig. Das bietet sich ja geradezu dazu an, dass man da durch kann. Aber das war die Wand, wo ich dachte, das wäre komisch, ne? Ist es aber nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Sind wir überhaupt richtig? Ja. Hat er sich schon wieder bewegt, der doofe Mond. Haben wir noch Mut? Ja, wir haben noch Mut. Geht nicht weiter, geht nicht weiter. Jetzt müssen wir langsam vorgehen, damit wir keine Nachrichten überlesen. Und wir müssen schnell vorangehen, damit der Zauber nicht vorbeigeht. Und vorsichtig vorangehen. Damit wir nicht in irgendwelche Monstergruppen reinrasen. Ah, bleibt nicht mehr viel Platz über. Oh, da ging es durch. Ist die Frage, ob wir auch wieder zurückkommen. Wir könnten die Gruppe aufteilen. Na, was bringt uns das? Im Notfall können wir eh wieder raus teleportieren mit Talana. Aber das Feature an sich finde ich sehr interessant.
Vor allem in einem so alten Spiel, dass man wirklich die Gruppe aufteilen kann, damit der einen sich bewegt, mit der anderen sich bewegen. Auch wenn wir das bisher noch nicht brauchten. So, noch eine Sackgasse. Noch eine. Irgendwo muss hier gleich eine Treppe sein. Ha, okay, da unten. Das heißt hier, ja. Das ist richtig spannend, weil die ganze Zeit nichts passiert. Irgendwie erwarte ich jederzeit, von einer Horde Skelette angesprungen zu werden. Aber es passiert nichts. Oh, noch eine Geheimwand. Oh, ich habe gar nicht getestet, ob wir wieder zurück können. Wo war die andere Wand? Sind wir jetzt schon eingesperrt? Ah ne, gut. Also da geht's rum. Und wir können wieder zurücklaufen. Das ist schon mal sehr beruhigend. Also zum einen, um Beutel zu verkaufen und zum anderen, um zu einem Gasthaus zu kommen und ordentlich zu schlafen. Und eventuell noch das ein oder andere Heilkraut und Mana-Tränkchen zu kaufen. Wie kamen wir jetzt dadurch? Ah, hier. Oh, okay. Ja, das ist doch ein super Cliffhanger. Mache jetzt hier einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich in diesem Kampf hier weiter. Also bis dann.